Wann wird Seid mit D und wann mit T geschrieben? Den Unterschied hört man ja leider nicht. Wie es richtig geht, das klären wir jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den Fehler sehe ich ziemlich oft. Seid und Seid. Also wann schreibt man das mit T und wann mit D? Bei der Schreibweise kann man ja schon mal durcheinander kommen. Komisch eigentlich, denn beide Wörter haben eine vollkommen unterschiedliche Bedeutung, obwohl sie, wie gesagt, gleich klingen. Ihr schaut dieses Video jetzt seit ungefähr einer halben Minute. Oh, da war ein Seid im Satz. In diesem Fall wird es mit T geschrieben. Aber warum eigentlich? Seid mit T ist immer eine Zeitangabe. Seit wann schaut ihr das Video? Seit bald einer Minute. Seit gestern ist das Wetter so schön. Seit wann? Seit gestern. Wenn Zeit mit im Spiel ist, ist es das T. Seid bei Zeit. Das reimt sich. Das ist doch schon mal eine gute Eselsbrücke. Seid bei Zeit. Und seid mit D? Deswegen seid ihr ja auch hier. Oh, jetzt ist es ein Seid mit D. Seid mit D kommt vom Verb sein. Zweite Person Plural, Mehrzahl, um genau zu sein. Ich bin online, du bist online, er, sie, es ist online, wir sind alle online, ihr seid online. Das kommt von online sein. Deswegen muss es hier das Seid mit D sein. Auch hier gibt es einen Trick, wie ihr rausfinden könnt, dass es ein Seid mit D sein muss. Versucht mal, den Satz von der zweiten Person Plural auf die zweite Person Singular umzubauen. Also von Mehrzahl zu Einzahl. Von ihr zu du. Ihr seid hier, wir zu du bist hier. Das klappt ohne Probleme. Es muss also Seid mit D sein. Wir hatten das sogar gerade schon bei unserem anderen Beispiel. Ihr seid online, wir zu du bist online. Klappt wieder perfekt. Und noch ein Beispiel. Seid bloß vorsichtig. D oder T? Wir machen die Probe. Das wird dann zu sei bloß vorsichtig. Passt. Seid mit D. Ihr seid jetzt seit ungefähr 2 Minuten hier. Jetzt wird's tricky. Wo ist es seid mit T und wo mit D? Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Die erste nach der Zeit fragen. Seit wann seid ihr hier? Seit 2 Minuten. Seid bei Zeit. Und die andere Probe. Ihr seid seit 2 Minuten hier. Du bist seit 2 Minuten hier. Seid wird zu bist. Das kommt von sein, also seid mit D. Gar nicht so schwer, oder? Spätestens seit diesem Video seid ihr jetzt also glücklicherweise Profis. Wo seid ihr gerade und seit wann? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Und in diesen Videos zeige ich euch noch mehr häufige Deutschfehler. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.